Ach, eine zu viel. Schade. Dann da, da und da. Die Enddinger können wir ruhig so lassen. Dann ist der mich schon mal ganz easy wieder da drin. Ganz entspannt. Wir könnten rein theoretisch auch den hier noch mit einer Mittelding zu trennen, damit das hier auch noch mal besser funktioniert. Dass wenn der hier gerade rausfährt und beschleunigen will, der hier mit Highspeed durchballern kann. Das ist auch nochmal doppelt fein dann. Und dann kommen die ganzen Dinger dahin. Eins, zwei Abstand. Und verkackt. So, und dann können wir die hier nach unten ziehen. Passt. Stark. Ah, doppelt stark. Alter, Junge, wie kann man... Schwierig. Hätte ich auch gleich einen Tanz ziehen können, wäre, glaube ich, schneller gewesen. So, dann läuft mich der Quatsch hier schon mal ganz gut. Alles ordentlich verbunden. Dann sollte es mich eigentlich jetzt auch hier funktionieren. Aber hier haben wir jetzt hier nämlich auch 6 Linien. Die Station ist natürlich hier ebenfalls einfach eine Mine. Ist aber noch nicht in Schwarz. Das habe ich jetzt vergessen, warte. So, habe ich eigentlich die andere auch in Schwarz gefärbt? Bestimmt, oder? Ja, und die da oben auch, ne? Ich schwör's euch, die Musik, ne? Ist halt so random jetzt irgendwie, aber irgendwie finde ich das witzig. Ist schon fein. So wird hier verbunden. Dann wird hier erstmal gemeint. Und da verbinden wir das. So. Und so, passt das? Also das passt. Ich will nur diese zwei Kabel, die da quer stehen, noch abbauen, weil die sind halt übertrieben hässlich. Und dann lass die mal bauen. Ich meine, da die ganzen Teile natürlich fehlen, ist jetzt eh ein bisschen schwierig. Aber wir müssen jetzt gleich eh nochmal kurz zurückgehen. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall eher Schienen, als jetzt so viele Greifarme und Fließbänder. Aber ist ja okay. Aber das läuft. Sehr gut. Wobei, das stört mich ein bisschen, bin ich ehrlich. Dann haben wir das schon mal gefixt. So, damit das doppelt gefüllt ist, weiß er. Weil ich mag es nicht, wenn die Fließbänder in so eine einzelne Füllung... Guck mal, sieht so fehlerhafter aus irgendwie. Dann haben wir es jetzt ein bisschen gefixt. Der muss natürlich auch wieder gefixt werden, weil das ganze Ding irgendwie falsch rum ist. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum das so ist. Habe ich irgendwann mal einmal richtig schön verkackt. Und dann kann der jetzt nach links hier durchgehen, ne? Das müsste eigentlich alles passen. Und das sind noch genug Züge, dass es auch, ich meine genug Schienen, dass es auch genug Züge beinhalten kann. Sehr entspannt, wobei wir können das ganze Ding einfach abreißen. Sehr gut. Ich glaube, andersrum wäre besser gewesen. Von der Position her einfach für die Signale. Letzten Endes ist es egal, es sind die Innungskleinigkeiten dann, aber warum nicht ganz genau machen? So, noch ganz kurz das Ding verbinden hier. Wir müssen uns auch neue Signale gleich holen. Da rein. Zwei. Und ach, jetzt sind es doch drei, Mann.
jedes Mal dasselbe. So. Ich muss auf jeden Fall selber zugehen, ich habe da Musik teilweise drin, die hätte ich selber erstmal nicht erwartet, dass ich die reinpacke, aber es sind jetzt teilweise so richtige Country-Songs, auch richtig spannend alles. Das ist schon irgendwie ein bisschen witzig. Aber irgendwie passt das halt auch, bin ich ganz ehrlich, du. Ach, da fehlen Tunnel, deswegen kommt da nichts raus, hat mich schon gewundert. Hauptsache, das ist eine der einzigen Reihen, wenn nicht sogar die einzige Reihe, wo es tatsächlich hier an die Kiste reinkommt, das ist die einzige, die schwach ist. Ja gut. Dann setzen wir noch immer ganz so zu viel Schienen, wie es geht. Dann holen wir uns das Zeug gleich. So. Einmal ganz das alles weg, bitte. Ja, wir können auf jeden Fall bis da oben mindestens hinfahren, dann eine Kurve machen. Das passt auf jeden Fall. Deswegen einfach weiter. Auf die normalen Signale scheißen wir eben ganz kurz was. Das geht ja nur um die Schienen, dass wir die leer machen. Außerdem können wir schon den ganzen Wald hier mitnehmen. Ja, passt. Ach, wunderbar. Oh, wir sind voll. Das ist natürlich hart. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Ja, müssen wir halt eben nochmal ganz kurz eine Kiste hinsetzen. Das Holz reinpacken. Halb so wild. Werden wir bestimmt nicht vergessen, die Kiste. Nee, nee. Ja, passt, ne? Okay, das war's auf jeden Fall mit dem Ganzen. Wirklich. Vor allem, es hätte halt gepasst, theoretisch, ne? Ach, ist voll Idiot. Ja, müssen wir immer ganz besser auffüllen gehen, weil uns fehlt quasi alles. Und davon haben wir definitiv zu viel mitgenommen, aber ich war mir da jetzt nicht ganz so sicher, deswegen dachte ich mir lieber, machen wir es mal so. Machen wir davon irgendwie am besten 3 Reihen jeweils, dann passt das. Und dann machen wir gleich ganz viele Schienen und andere Sachen. Und Signale brauchen vor allem viele. Station ist gleich mal so viel benötigt. Aber ich wollte auch genug für alles haben dann. Ja. Alter, diese Musikmix, ne? Ich schwör's dir, ist halt so random. Richtig nice. Weißt du, was witzig ist? Das ganze Ding hier oben sieht auch ohne Strom aus wie so eine riesige Zündlitze. So. Das ist einfach so eine richtige Raketenspur da, du. Einfach Feuerwerk. Was aber auch passend ist, weil es die Artilleriewaggons sind. So, packen wir zuerst Holz weg, würde ich sagen, ne? Da haben wir eh mal den halben Wald, den wir in die Tasche mittragen, also... Alter, die Musik. So, Stein ganz leer. Ganz kurz hier die Fließbänder reinballern. So. Ah, es war sogar fast echt perfekt. So, dann war das nämlich schon mal fertig. Und da unten können wir dann ganz viel anderen Kram reinpacken. Dann machen wir euch eben ganz kurz hier, weil da werde ich dran denken, dass wir die nochmal ganz kurz reinpacken. Weil so viel benötigen wir gerade tatsächlich nicht.
Und dann nehmen wir... Oh, die Strommasten sind ja auch fast leer. Schwierige Geschichte, bin ich ehrlich. Aber die können wir ruhig behalten. Okay, pass auf, das ist jetzt mal interessant, weil... Wir fangen natürlich an mit Schienen. Da können wir ruhig das Ding hier voll machen eigentlich. Das passt. Okay. Ja, guck mal, die Umweltverschmutzung ist halt wieder komplett weg. Das ist ja easy. Ja, dann bauen wir erst alle Minen fertig. Perfekt. Dann machen wir als nächstes... Wir machen erstmal ganz kurz hier das da rein. Machen da die ganzen Stationen rein. Haben wir auf jeden Fall hier immer genug Platz drin. Das passt ja. So ist optimal. Und dann machen wir ganz kurz neue Strommasten in allen Belangen. Hier brauchen wir Kupfer. Ah, Kupfer. Warte, wir brauchen noch ein Kabel. Das habe ich aber, glaube ich, weggehauen. Aha. Die sind natürlich alle voll, ne? Ach, ist egal. Wir nehmen einfach mal so ein paar mit. Mach mal ruhig alle. Das ist schon okay. So, sind wir wenigstens noch vorbereitet auf alles, was passiert. Dann, sorry, was war das nochmal? Stahl, 2, Kupfer, 2 und dann Eisen. Okay. Also 100, 200, 300 Strommasten davon sollten erstmal passen. Dann brauchen wir das gleiche auch in Kupferplatten, ne? Genau. So, und dann einfach ein bisschen Eisen. Optimal. Perfekt, dann sind die schon mal fertig. Dann brauchen wir jetzt dasselbe nochmal mit dem hier, nur ein bisschen mehr. Aber halt mit 5er. Und davon brauchen wir jetzt auch nicht allzu viel. Wobei, das sind doch schon, die werden am meisten benötigt eigentlich, ne? Machen wir auch 300. Also 1, 2 und 3. Huch, was ist denn jetzt? Oder war ganz kurz ein Riesenleck dran? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Haben wir das schon mal fertig? Und dann können wir jetzt hier Eisen rausnehmen. Strommasten. Von denen brauchen wir jetzt keine gerade, weil die haben wir noch genug. Das ist fein. Dann haben wir nämlich die ganzen Stromsachen schon mal fertig. Dann können wir jetzt Signale machen. Signale ist von denen hier noch mehr als genug da. Wir machen trotzdem mal so, dass wir von dem... Sollen wir mal 300 haben, also machen wir noch mal ein paar dazu. Dann wäre das nämlich schon mal genug für die. Die machen das gleiche, machen davon auf jeden Fall 500, würde ich sagen. Also... Ja, machen wir 500. So. Und dann... Ah, 320 ist auch okay. Wobei, nee. Irgendwas ist ja nicht ganz richtig. Achso, Eisen fehlt. Hä? Warte mal. Ah, wegen Kupferkabeln. Deswegen, aha. Ich wurde getrickst. Nee, jetzt passt, ne? Ja, das passt. Okay, dann können wir eben ganz kurz gucken. Das Eisen packe ich ganz kurz weg. Alter, dieser Wechsel. Ah, die Musik, perfekt. Ach, wunderschön. Okay, dann haben wir Schienen, wir haben Signale, wir haben Strommasten. Greifarme, Minen, da haben wir eigentlich alles, ne? Oder fehlt noch irgendwas? Nö, passt eigentlich. Ist das eine wilde Musik, du? Richtig nice. Ich find's auch irgendwie saugeil, muss ich sagen. Mal kurz ein paar Ski mitnehmen, auch wenn wir da unten ganz viele haben. Sicher ist sicher.
Dann kann ich erstmal ein bisschen davon vorbereiten. Dann ist das alles ziemlich nice. Und dann können wir losgehen. Da war Stein. Nett. Alter, wie lange diese Zugstrecke alleine hier schon ist. Holy shit. Damn, Junge. Das ist Julian Damn. Boah, Junge, wie lang die Strecke ist. Oha. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hast du mich gerade gestört. Hup. So, nach unten hin ist später relevant. Hierhin haben wir alles gemacht, ne? Damn, Junge, ist das riesig alles. Fuck. Nein, die brauchen wir. Tut mir leid, aber nee. Ach, Manno. War ja klar, irgendwas muss ich ja vergessen. Wäre sonst zu schön zum Wahrsein gewesen. Ach, naja. Ist ja nicht so lang die Strecke. Ja, eigentlich könnte man schon fast einen Zug benutzen. Das wäre eigentlich die Idee. Wir könnten aber eigentlich einen Zug machen, damit eine Riesenstrecke laufen, aber ist egal. Komm. Ach man, ich hatte an alles gedacht, nur an dieses scheiß Tunnel nicht. Und die Teiler. Fuck. Wie ärgerlich. Hier. So, 450. Ah, machen wir mal 500. Ich habe jetzt nicht zu viele Schienen. Wir machen mal ganz kurz welche hier rein, weil ich habe jetzt doch tatsächlich zu viele. Passt schon. Und, wieso laufen die eigentlich nicht weiter automatisch? Habe ich doch irgendwas verpasst jetzt? Wegen roten Schaltkreisen. Wieso habt ihr eigentlich keine roten Schaltkreise hier drin? Die müsste ich da reinpacken. Ja, stimmt. Aber weißt du was? Das machen wir jetzt auch einfach. Können wir die nicht irgendwie verbinden oder sind die zu weit weg? Ja, die werden da, ne? Ja. Muss jetzt eigentlich auch nicht sein. Nee. Du weißt, dann kann der wenigstens voll laufen. Ist auch viel besser. Wir können nochmal ganz kurz die Steine loswerden, weil wir sind eh hier. Zack. Und dann Tunnel.